Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem ganz besonderen Video und zwar mit dem Highlight-Video zur Gamescom 2019. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange herum. Hier kommt direkt das Video. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpasst wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin raus. Hier kommt das Video. Hier mal so an. Was soll ich tun? Begib dich zur Heiligen Rundfunkstation. Okay, das wird vermutlich die da vorne sein. Was haben wir denn hier an Zeug? So, also hier den Gunner. Karte. Inventar. Im Inventar kannst du fette Beute anschauen, die du in der ganzen Welt gesammelt hast. In diesem Menü kannst du Gegenstände vergleichen und ausrüsten, die du gefunden hast. Ich habe schon mal ein Videospiel gespielt. Rucksacktaste. Okay. Near the house stood a shrine to Rhea Dana, goddess and daughter of the land of Rhea, and a being of comfort. Margaret sought answers. But the goddess did not speak. There was only the faint whisper of something dark, something hungry. The old seer's bones felt the weight of their age as she climbed. The only thought on her mind, has it begun again? Target her up, boys. Let's kick this off. Modern Warfare wird mit RTX-Unterstützung kommen. Ihr wisst schon, dass dieses Grafikgedöns, womit Lichtquellen in Echtzeit berechnet werden, was dann zu realistischen Schatten und Reflexionen führt. Dazu hat Infinity Ward einen Trailer veröffentlicht, in dem sie zeigen, wie das Spiel mit RTX an und RTX aus aussieht. So, und wir erkunden erstmal das Zimmer. Bisher haben wir eine junge Dame kennengelernt, die ein Zimmer vorbereitet. Mit Musik und heimeligem Licht. Im Hintergrund knistert der Kamin. Erika. Das ist kein Spielzeug. Das ist gefährlich.
Okay, bist du bereit? Nach der Ankündigung von Die Siedler auf der Gamescom 2018 hatten wir kurz vor Start der diesjährigen Ausgabe der Videospielmesse die Gelegenheit, das Spiel erstmal selbst in Augenschein zu nehmen. Wir wurden zu diesem Zweck exklusiv als erste Redaktion überhaupt nach Düsseldorf in die Blue Byte-Zentrale eingeladen. Hier hatten wir die Möglichkeit, 2 Stunden in die aktuelle Pre-Alpha-Version hineinzuspielen und uns ausführlich mit Serienvater Volker Wertig zu unterhalten. I understand. Okay, wo du jetzt die Major Knowledge hast. Ja. Fangen wir doch einmal ganz von vorne an. Ich habe nämlich auch einen Trailer gesehen. Ja. Aber der hat mich sehr verwirrt zurückgelassen und die Leute, glaube ich, auch, weil als es zu Ende war, die haben ja hier 3 Stunden gewartet, um den zu sehen, haben 2 Leute geklatscht und der Rest ist betreten rausgegangen. Ja. Vielleicht willst du noch mal ganz kurz drüber sprechen, was überhaupt das Death Stranding ist, damit wir alle abholen können. Also mit dem Death Stranding gemeint ist ein übernatürliches Phänomen, das dazu geführt hat, dass unsere Welt, also die Welt der Lebenden, mit der Welt der Toten überlappt. Das äußert sich auf mehrere Arten und Weisen, nämlich dass eben die Toten in unserer Welt zu sehen sind und das ist für Lebende sehr, sehr gefährlich. Gameplay system that merges real-time action with strategic command-based combat. For starters, each press of the square button is a swing of Cloud's Buster Sword. Cloud attacks, dodges, and blocks all in real time. His standard attacks do some damage, but they barely scratch the surface of Cloud's true potential. Succeeding on the battlefield requires much more than just hacking and slashing. Cloud needs to be tactical. He needs ATB. 2 ATB bars are displayed in the lower right. Nvidia hat im Vorfeld zur Gamescom zu einem RTX-Event geladen, in dem verschiedenste neue und bereits existierende Spiele mit RTX vorgestellt werden. Das heißt, zum Beispiel Minecraft bekommt RTX und unter anderem Wolfenstein Youngblood. What up, guys? Glass half filled here, standing in my old hometown, Punxsutawney, Pennsylvania. I wake up every day right here in Punxsutawney, and it's always the day before Groundhog Day. And there's nothing I can do about it. There you are, sweetheart. Good morning. There's my mom, Rita. Little known fact, she's actually won a ton of awards for producing local TV, like best documentary no one's watched. Did you wake up on the wrong side of the bed? Ihr seid auf der Gamescom und wollt Spiele sehen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt, die nicht von großen Marketingkampagnen seit Monaten beworben werden? Dann sollte Halle 10.2 euer Ziel sein. Dort gibt es den Indie-Bereich mit vielen unabhängigen Entwicklern. Damit ihr aber nicht ganz so ziellos umherwandert, zeigen wir euch, welche Indie-Spiele besonders interessant aussehen. Für Simon lief es schon mal besser. Der Junge wacht durch mysteriöse Umstände inmitten einer zerstörten, feindlichen Welt auf. Irgendwie muss er nach Hause finden. Ganz allein tritt er die gefährliche Reise in Out of Place aber nicht an. Ein schwebender Orb ist ein ständiger Begleiter und unterstützt ihn im Kampf. Wusstet ihr, dass die australische Millionenstadt Melbourne eine ausgeprägte Kaffeekultur besitzt und mit zu den besten Adressen gehört, wenn man einen richtig guten Kaffee möchte? Die Entwickler von Necrobarista kommen von dort und präsentieren in ihrer Anime-inspirierten Visual Novel eine abgedrehte Variante der Szene. In einem Café trifft sich eine illustre Runde von eigentlich schon verstorbenen Menschen, die noch eine Nacht auf der Erde verbringen dürfen, bevor es Richtung Unterwelt geht. Die Welt von A Place for the Unwilling könnt ihr nicht mehr retten. Egal was ihr versucht, nach 21 Tagen ist es vorbei. Im Adventure tickt unaufhörlich die Uhr der Bewohner herunter. Daher könnt ihr gar nicht alle Aufgaben erledigen und jede Ecke der Spielwelt erkunden. Jeder Tag will gut durchgeplant sein.
Die Entwickler versprechen dadurch einen hohen Wiederspielwert, weil eure Entscheidungen am Ende Einfluss auf das Schicksal der sterbenden Stadt nehmen. Ja, wir wissen, was ihr über Cyber Shadow denkt. Noch so ein Indie-Spiel, das mit seinem Spieldesign, dem Namen, der Musik und der Grafik nach Retro schreit. Wie viele dieser 8-Bit-Nostalgie-Trips verträgt der Markt noch? Zumindest dieses hier könnte vielleicht noch hineinpassen. Als Cyber-Ninja kämpft man sich durch eine von synthetischen Lebewesen kontrollierte Welt, die natürlich gerettet werden will. Als Meister der Schatten beherrscht die Hauptfigur das übliche Repertoire eines Castlevanias. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind in Seasalt, ein alter Meeresgott, der von der Menschheit nur etwas Gehorsam verlangt und sie dafür mit einer ergiebigen See belohnt. Doch dann wagt es ein Bischof, einfach so eine andere Religion zu predigen. Für diesen Frevel kann es natürlich nur eine Antwort geben: Zerstörung. Im Spiel äußert sich die göttliche Wut in einem Hybriden aus Action- und Strategieelementen. Ähnlich wie in Pikmin kontrollieren wir nicht eine einzige Spielfigur, sondern gleich mehrere Einheiten gleichzeitig, die als Plagen über die Welt herfallen. Wie sähe ein neues Legend of Zelda aus, wenn Link statt der Statue Epona einen Elch rufen könnte? Vielleicht ein wenig wie Decay of Logos. Nachdem das Dorf einer jungen Kriegerin zerstört wird, sucht die stumme Protagonistin nach den Verantwortlichen und stößt dabei auf einen magischen Elch, der sie fortan überall hin begleitet. Der Hirsch dient sowohl als Fortbewegungsmittel, Stauraum für Items und Helfer im Kampf. Er hört aber nicht sofort auf jedes Kommando und will gestreichelt und gefüttert werden. Zusammen erkunden die beiden ungleichen Gefährten die semi-offene Welt, die über ein zentrales Hubdorf verbunden ist. Heißer Anwärter auf den Titel Das Dark Souls der Gamescom hat in diesem Jahr das Sci-Fi-Rollenspiel Dolmen. Es scheint viele Merkmale eines Souls-Likes mitzubringen: Ausdauerleiste, knüppelhart und eine faszinierend fremde Spielwelt. Dolmen spielt auf einem Alien-Planeten, der so einige Stil-Ratschläge von H.P. Lovecraft bekommen hat. Tentakel und kosmische Horrorwesen inklusive. Ja, Dolmen wird keinen Innovationspreis gewinnen, die Trailer versprechen aber auf jeden Fall ein äußerst atmosphärisches Abenteuer. Ever consider it? If I ever think about what we left behind? I mean, we've been here for what, going on 8 months now? That's quite the stint, especially when home is more than a million miles away. Apropos Lovecraft, mit Moon of Madness erscheint pünktlich zu Halloween ein Horrorspiel im Geiste des Horrorautors. Als ein Techniker auf der Mars-Forschungsstation Invictus geraten die Spieler in einen Strudel der Seltsamkeiten. Sicherheitssysteme spielen verrückt, ein eigenartiger Nebel breitet sich aus und alle verbleibenden Mitarbeiter der Station kehren nicht mehr von einer Forschungsmission zurück. Als dann noch Halluzinationen dazukommen, steht einem intensiven Horrorerlebnis nicht mehr viel im Weg. Um die Prämisse von Genesis Noir zu erklären, lesen wir euch einfach mal die offizielle PR-Mitteilung vor. Genesis Noir spielt bevor, während und nach dem Urknall. Wenn du deine große Liebe retten willst, musst du die Expansion des Universums aufhalten. Gut, unsere Aufmerksamkeit hat das Spiel damit schon mal. Das Gameplay soll vor allem auf kleineren Rätseln und die Erkundung der surrealen Welten setzen. Ihr besucht im Spiel beispielsweise schwarze Löcher oder Asteroidenfelder. Dank der stilsicheren Schwarz-Weiß-Optik und einem hypnotischen Jazz-Soundtrack scheint das auch irgendwie zusammenzupassen. Erinnert sich noch jemand an den asymmetrischen Multiplayer-Shooter Evolve? Das Indie-Spiel Bossguard hat im Grunde genommen die gleiche Idee. Ein Spieler übernimmt hier die Rolle eines Bosses, während 5 andere Mitglieder eine Gruppe aus Wikingern bilden, die das haushohe Monster besiegen müssen.
Dazu ist Teamarbeit nötig. Jeder Wikinger hat spezielle Fähigkeiten, die auf Zusammenarbeit ausgelegt sind, wie Heilzauber, Schilde oder andere Buffs. Wie ihr hier seht, nehmen sich die Entwickler aber nicht allzu ernst. Die Wikinger sind bunt, in ihrer Körpermasse übertrieben und das Boss-Design bewegt sich irgendwo zwischen schlecht gelaunter Brotscheibe und aggressivem Streitkolbenpümpel. Derzeit befindet sich Bossgard noch im Early Access. Das rumänische Entwicklerstudio will laut eigener Aussage noch viele Inhalte in Form von neuen Bossen, Wikingern und Karten nachliefern, die aber alle kostenlos sein sollen. Auf Mikrotransaktionen und Lootboxen möchte man verzichten. So, bisher hatten wir Visual Novels, Retro-Plattformer und von Dark Souls inspirierte Indie-Spiele. Da fehlt noch eindeutig ein Roguelike, um die Liste vollständig zu machen. Wie gut, dass mit Beacon in der Indie-Booth genau ein solches Spiel auf euch wartet. Nachdem die Protagonistin Freya auf einem fremden Planeten abgestürzt ist, sucht sie nach ihrem Raumschiff, um den nicht gerade pazifistischen Bewohnern zu entkommen. Während sie sich quer durch die zufällig generierten Level ballert, sammelt sie verschiedene Waffen und andere Items ein, aber auch die DNS von besiegten Feinden. Auf der Gamescom macht man vor allem eins: Warten. Und warten kann ja auch was Schönes haben, wenn es die Vorfreude anheizt oder wir dadurch das Stressige drumherum vergessen. Ein Stuttgarter Indie-Studio scheint ebenfalls mehr im Warten zu sehen als bloßes Nichtstun. In The Longing ist man der letzte Diener eines einst mächtigen Königs, der über ein Reich unter der Erde herrschte. Jetzt schläft er für 400 Tage und verlässt sich darauf, dass sein Helferlein auf ihn aufpasst. Sobald Spieler The Longing starten, zählt das Spiel die Zeit herunter, und zwar in Echtzeit. Wie man die 400 Tage unter Tage verbringen möchte, steht jedem offen. Man kann das Höhlensystem eigenhändig erforschen und sich in der melancholischen Atmosphäre suhlen, oder man startet das Spiel einmal und kehrt erst nach 400 Tagen wieder zurück. Wer dagegen mehr ein Fan von Spielen der Sorte Geh raus und erkunde ist, kann sich stattdessen Pine angucken. In der Open World sind die Spieler als Teil einer kleinen Dorfgemeinschaft auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Das gestaltet sich jedoch als große Herausforderung, denn der Mensch ist weit davon entfernt, an der Spitze der Nahrungskette zu stehen. Die Welt von Pine wird von viel gefährlicheren und klügeren Kreaturen bewohnt, die einem potenziell das Leben sehr schwer machen können. Gegenüber den anderen Spezies kann man nun als Völkerverständiger auftreten und ein freundschaftliches Verhältnis aufbauen. Oder man wählt einen aggressiveren Ansatz, greift sie an, bestiehlt sie und bringt sie dazu, ihr derzeitiges Zuhause zu verlassen. Als Funcom am 1. April Conan Chop Chop mit einem Trailer ankündigte, wirkte es so, als ob sich der Conan-Entwickler einen kleinen Spaß erlaube. Aber weit gefehlt, das Spiel ist tatsächlich echt und erscheint noch im September 2019. Ähnlich wie in Castle Crashers kloppt man sich mit bis zu 3 Mitspielern durch eine comichaft überzogene Spielwelt, die einem nur selten eine Ruhepause gönnt. Man kämpft gegen Frostriesen, Sandwürmer und ja, auch Gehirne auf Spinnenbeinen. Wer sich davon nicht überrennen lässt, soll auch einiges an Loot einstecken können, um seinen Barbaren weiter auszubauen und auszurüsten. Auf der Oberfläche ist The Recompile ein schicker Plattformer, wie es viele da draußen gibt. Es muss gesprungen, geschossen und ein bisschen gerätselt werden. Auf dem zweiten Blick hat das Spiel aber auch einige sehr spannende Ideen. Die Geschichte von Recompile findet in einem Mainframe, also einem Großrechner, statt. Nach Jahren der Vernachlässigung hat der Code dort ein Eigenleben entwickelt, wodurch sich bewusstseinsfähige Unterprogramme gebildet haben. Die Spieler müssen nun als eigentliches Hauptprogramm darüber entscheiden, was mit den neuen Bewohnern passieren soll, während im Hintergrund die Löschung aller Daten droht. Das waren 15 Indie-Highlights, die ihr euch auf der Gamescom angucken bzw. anspielen könnt. Oh my goodness, we've got some Forza Horizon 4 here. It looks amazing! Yeah, this is Forza Horizon 4, running on our Project xCloud hardware in the data center.
Alright guys, welcome to some more Maneater exclusive gameplay. I had the chance to check out the game at E3 2019 this year, and now thanks to the developer and publisher, you've sent me another gameplay from Gamescom this time. Maneater is a single-player RPG game set in a beautiful open world with many different sections you can explore. You'll be able to customize different parts of your shark as you grow older and evolve, depending on how you want to play. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video zu Need for Speed Heat hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ich war die letzten Tage auf der Gamescom und konnte die dortige Spielversion ausführlichst antesten und auch capturen. Das Material siehst du jetzt auch gerade im Hintergrund. Und ja, die dortige Spielversion oder nennen wir es mal die dortige Spieldemo, das war natürlich noch nicht das fertige Spiel, sondern nur ein Ausschnitt davon, konnte man prinzipiell in zwei Bereiche unterteilen. Leute, wie ihr vielleicht gerade hört, ist es im Hintergrund ein bisschen lauter. Das liegt allerdings nicht daran, dass wir die Tür zur Redaktion offen gelassen haben, sondern daran, dass wir vor euch gerade auf der Gamescom sind. Aber um zum Punkt zu kommen und direkt eine der fettesten Bomben überhaupt platzen zu lassen... im laufenden Spiel tatsächlich aus. Ja. Ihr habt uns schönes Material mitgebracht, wo auch tatsächlich mal ein bisschen gezeigt wird, wie man Sachen platziert, wie das alles aufgebaut wird. Und wir sehen ja auch gerade schon einen Bär. Ja. Und du hast mir vorher in der Vorbesprechung schon erzählt, wie ihr die Geräusche teilweise für die Tiere nachbauen müsst. Denn ihr könnt nicht einfach in den Zoo gehen, denn im Zoo... Hast du mir gesagt, die machen gar keine Geräusche? Nee. Wenn man im Zoo reingeht, die Tiere sind so still und sie machen keine Geräusche. Da gibt es nichts aufzunehmen. Nur Kinderstimmen oder Wasser. Doom Eternal auf der Stadia. Ganz nice, weil ich kann das Ding überall mit hinnehmen. Und gerade für bestimmte Games, die ich jetzt noch nicht sagen darf, obwohl ich ja schon gesehen habe, ist das extrem geil fürs Handy tatsächlich. Weil wenn man überlegt, man kann einfach zu Hause sitzen und von da aus aufs Handy gehen, ist das schon ziemlich insane. Und das Game sieht cool aus. Das sieht nice aus. Okay, ich weiß nicht. Irgendwie, ich glaube, die hassen mich alle. Ich glaube, ich bin drin und muss die beiden jetzt leider umbringen. Oh mein Gott, Alter, bin ich ein Badass. Are you sure about that? Okay, auf geht's. Alter, das ist aber jetzt, Hier hast du jetzt eine Menge Leichenteile. Boah, Alter, oh, er ist ja komplett insane da oben. Oh mein Gott, ich komme nicht weg. Oh mein Gott. Aim wie Trimax, Alter. Das ist witzig, ne? Ja, sehr lustig, ne? Ja, Leute. Und das war's auch schon. Das waren die Highlights der Gamescom 2019. Und ja, ich weiß, das waren ziemliche Cliffhanger. Das waren ganz kurze Ausschnitte. Aber in der Videobeschreibung findet ihr alle Videos in voller Länge, genauso wie sie im Video gezeigt worden sind, genau in derselben Reihenfolge. Das heißt, einfach in die Videobeschreibung gehen, dann könnt ihr euch die ganzen Videos in voller Länge ja, anschauen. Das waren jetzt hier quasi nur so kleine Preview, Teaser, Videoausschnitte oder wie auch immer man das nennen soll. Von daher, in der Videobeschreibung findet ihr alle Highlight-Videos verlinkt. Ja. Das war's auch schon, wie gesagt, was schon mal am Anfang des Videos gesagt hat. Wenn das Ganze jetzt wirklich gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das finde ich eigentlich ganz nice, wie ich das gemacht habe. Werde ich vielleicht zu nächsten E3 und nächsten Gamescom auch wieder so machen. Mal gucken. Aber ich fand es ziemlich geil. Ja, wie gesagt, ihr könnt hier mal Feedback hinterlassen. Ich bin mit raus. Ciao, Leute.